Software Battle, wir treten sie an. Ja, willkommen bei Permanent. Grüß dich, Dirk. Ne? Ja, Martin, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Und zwar heute geht es einen Schritt weiter. Wir hatten ja in der letzten Folge gesagt, dass wir was tun, aber wir haben nicht gesagt, mit wem wir es tun. Ja, das müssen wir jetzt unbedingt enthüllen. Wir sind schon ganz aufgeregt. Und die fünf Anbieter. Die fünf Anbieter. Und zwar haben wir die getestet. Und zwar HR-Software-Anbieter, Talent-Management-Anbieter mit dem Schwerpunkt HR-Management. Und wie vielfältig sowas sein kann, das kann man auf einer Messe ja auch beobachten, oder? Ja, es sind sehr viele und man kann sehr viele Eindrücke einsammeln. Und es ist unheimlich viel Informationen. Und jetzt haben wir nur fünf davon da. Aber es wird total spannend. Genau. Und das ist ein Teil unseres Beratungsportfolios. In der ersten Teaser-Folge habt ihr schon von Martin noch die verschiedenen Schwerpunkte gesehen. Und wir haben die Softwareauswahl hier besonders mal rausgepickt, weil wir ja auch das Know-how aufbauen wollen, weil wir ja anders beraten wollen als andere Häuser, weil wir ja hinter den Formen schauen können, oder? Ja, und vor allem ganz am Anfang schon, wenn der Kunde vielleicht noch gar keine Software hat, da sind wir dann schon dabei und helfen. Und da ist genau das, was wir jetzt gleich sehen und diese ganze Staffel super interessant. Und es geht ja weiter, dass wenn wir eine Softwareauswahl durchgeführt haben, da endet ja bei vielen das Produkt. Bei uns geht's weiter mit Interim-Management. Wir können uns auch helfen, die Produkte einzuführen. Und dieses Wissen, weil wir ja die Software schon eingeführt haben, viele verschiedene Produkte, wissen wir ja auch, was am Anfang vielleicht erwartet wird und später vielleicht zu Enttäuschungen führt oder eben zur totalen Begeisterung. Und ja, die Begeisterung wollen wir haben, oder? Ja, und wir wissen auch, dass die Reise so lang sein kann. Das ist nicht nur ein paar Wochen Software-Einführung und dann ist wieder, macht man alleine weiter, sondern meistens wächst es und dann entstehen viele Dinge, die wir hier auch sehen. Schnittstellen-Thematiken, da können wir unterstützen. Vorträge und Seminare, selbst das passt dann immer irgendwie dazu. Absolut. Und jetzt schauen wir mal rein. Wir lüften jetzt mal das Geheimnis, weil dann nicht alle gespannt sind. Erste Staffel, die zweite wird folgen übrigens ab Juni. Aber die erste Staffel, wer ist dabei? Wer ist im Pitch? Das ist ja so ein Battle, das ist so ein richtiger, sag mal, Vergleich, wo dann die Softwarehersteller selbst sich präsentieren können. Und das sind unsere Kandidaten. Bob, HR Puls, Personio, SD Works und HCM for All. Das sind die fünf, die wir schon aufgezeichnet haben. Also alle sind schon im Kasten und wir werden in den nächsten Wochen jetzt diese verschiedenen Folgen euch freischalten, damit ihr bei eurer Entscheidung genauer wisst, wo ihr vielleicht eure Schwerpunkte setzt. Vielleicht auch Ideen schon habt für eine bestehende Software, wo ihr sagt, da kann man sich noch weiterentwickeln, weil da gibt's auch Möglichkeiten am Markt. Ja, und es sind nicht nur diese fünf, in der nächsten Staffel nochmal fünf. Also wir weiten unser Konzept vom letzten Jahr extrem aus. Extrem aus, genau. Und diese Folgen, wir haben es so kurz vorgestellt, wir werden die gleich im Detail nochmal in dieser Folge darstellen, bevor wir immer für jede Folge ein eigenes Video haben, das so wochenweise freigeschaltet wird. Also nach unserem Video heute wird es natürlich jetzt als nächstes die Folge 1 geben, Aufbau und Module. Und da müssen wir halt mal schauen, was wir dort alles erwarten dürfen. Und gehen wir mal kurz in die Folge 1 rein. Wir haben heute bei der Auswahl immer wieder das Thema Usability, oder? Ja, auf jeden Fall. Der Benutzer möchte ja, wenn er das dann aufruft auf dem Browser oder wie auch immer, dann muss das ja bedienerfreundlich sein. Ja, man übersichtlich. Muss übersichtlich sein. Aber trotzdem viele Funktionen. Also es ist immer so eine Melange zwischen, ich möchte möglichst viele Funktionen und möglichst einfache Bedienung, wie das die Hersteller dann aus. Intuitive Bedienung. Ja. Und Erweiterung. Wir haben jetzt zum Beispiel immer Aufgaben dabei. Hier wäre die Aufgabe bei der ersten Folge. Anlage eines neuen Feldes in dem System, also wie benutzerfreundlich kann ich zum Beispiel meine Excel-Listen abschalten, weil ich dann die ganzen Attribute dort reinpacken kann. Alle am besten. Keine externen Listen mehr. Sehr gut. Und da schauen wir mal, was die Anbieter angehen. Genauso wie das Kundendesign angepasst wird und wie das Org-Chart dort aussieht. Also haben wir ein Org-Management dort, dass wir sofort sehen können, wie meine Strukturen sind. Mhm. Das ist die Folge 1. Und dann geht es in Folge 2 rein, weil wir haben ja Personaldaten mit einer hohen Schutzklasse. Rechtesystem ist ein ganz wichtiges Thema, deswegen auch gleich am Anfang. Ne? Sensible Daten, wir müssen auf jeden Fall den Zugriff kontrollieren. Wer darf was sehen und warum und wann und alles. Also so kompliziert klingt das, aber manche haben das sehr einfach gelöst. Und deswegen ist das Rechtesystem eine eigene Folge, wo wir uns das genau angucken. Ja, mit eigenen Rollen, vielleicht für Spezial, für Ausnahmen dabei. Vielleicht gibt's einen Menschen, der nur genau das sehen darf. Ein Feld pflegen. Nehmen wir mal eine Leihgabenverwaltung, Fahrzeugverwaltung. Da dürfen ja manche Leute einfach nur das sehen oder verwalten. Und wir haben hier Einrichtung einer Rolle und Zuweisung von Rechten. Auch da die Frage, gibt es Automatismen, dass man schon eine Führungskraft automatisch mit dem Versetzen auch andere Rechte bekommt? Oder muss ich alles immer einzeln pflegen bei der Versetzung?
Das sind so Kleinigkeiten, die in der Praxis aber richtig viel Arbeit machen. Ja, ich bin gespannt, wie die 5 sich da schlagen werden. Ja, ich kenne ja schon die Videos, die kennst du noch nicht, aber wir gucken da mal rein. Dann als drittes Schnittstellen, weil wir geben ja ganz viele Daten jetzt rein, aber wir wollen ja Daten rausbekommen, aber vor allem, wir wollen die auch vernetzt haben, oder? Ja, und vor allem automatisiert, so dass wir da nur noch ein paar Knöpfchen drücken müssen und die Software sprechen miteinander und tauschen die Daten so aus, wie wir das brauchen. Ja. Das ist gut. Oft hat man ja ein Recruiting, dass er dann zuliefert zum Personalstamm, da muss der Arbeitsvertrag erstellt werden, da muss vielleicht auch eine Payroll angeschoben werden für die Gehaltsabrechnung, vielleicht eine externe Zeiterfassung oder andere Systeme, eine Active Directory angebunden werden. Du hast ja nicht die Insel der Glückseligkeit dort, sondern eigentlich hast du dieses zentrale System, das alle Personaldaten verwaltet und diese Wirklichkeit abbildet des Unternehmens und an dieses Thema weitergibt. Bidirektional im besten Fall sogar, dass auch wieder ausgewertete Sachen zurückkommen. Ja, also da können wir auch eine ganze Folge uns mit beschäftigen, locker. Und da gibt's echte Unterschiede und die Technologien dabei von der API, CSV, Austausch, Excel-Listen und so weiter. Wir wollen ja weg, dass wir immer wieder Excel-Listen erzeugen aus einem System, dann rüber importieren oder exportieren in das nächste System. Das soll ja irgendwie alles automatisiert sein. Auch Single Sign-On, Zwei-Faktor-Authentisierung, alles das packen wir rein. Super spannend, weil das auch diese Leichtigkeit des Bedienens, also der erste Eindruck oder der erste Eintritt in das System mit abgibt. Ja, und dann geht's weiter jetzt mit Automatisierung, weil wenn das nichts automatisiert wird, da habe ich auch nichts davon, oder? Ja, ich möchte keine To-Do-Listen mehr haben, die ich abarbeiten muss, automatisiert, sondern ich möchte, dass das System mich da durchleitet. Und ganz wichtig ist, dass ich das selbst erstellen kann. Ich möchte Workflows bauen und möchte die auch so gestalten, wie ich das brauche und nicht irgendwas vorgegeben bekommen. Custom Workflows, wow, ja, was ein Wort. Das ist schon cool, weil überleg mal den Onboarding-Prozess oder Offboarding oder eine Versetzung dabei. Das sind ja so viele kleine Aktionen mit dabei, wo dann Unternehmen unterschiedlich zuliefern müssen. Wenn wir das über die Zettelwirtschaft weitermachen, dann haben wir ein Problem, oder? Ja, das davon wollen wir ja weg. Wir wollen keine Zettelwirtschaft mehr. Die wollen wir nicht. Und dann schauen wir mal Einrichtung eines Workflows oder einer Wiedervorlage. Wie kann das System für euch proaktiv arbeiten? Alles in Folge 4. Und dann geht's rein in die Folge 5, weil nicht nur HR arbeitet mit dem System, sondern Mitarbeiter und Führungskräfte, oder? Auf jeden Fall. Das müssen wir auch ganz toll beleuchten, weil der Mitarbeitende soll ja mitmachen. Und wir wollen ja HR auch entlasten und die Führungskräfte sollen auch mitmachen. Die müssen alle irgendwie in dieses System rein und die sollen alle eine schöne Oberfläche haben mit den Dingen, die sie brauchen können. Und deswegen Self-Service-Portale für Management oder für die Mitarbeiter. Ja, und da ist auch die Intuitivität. Also wie einfach komme ich da rein, wie ist Navigation? Idealerweise brauchen wir hier gar keine Schulung, weil wenn wir irgendwie 1000 Mitarbeiter schulen müssten, dann würde ein System sehr schnell an die Grenzen kommen. Also wir schauen mal, wie einfach ist es da. Wir fragen auch, gibt's eine App? Weil App mittlerweile ja auch so ein Thema ist. Alle haben ja Apps, alle haben Smartphones, also binden wir die Endgeräte der Mitarbeiter damit ein. Und wir haben eine Aufgabe, dass wir umziehen, und zwar nicht heute, wir wollen da vielleicht in der nächsten Zeit umziehen. Wie kann ein solcher einfacher Workflow, wir gehen also nicht jetzt so tief rein, aber dass man mal ein Gefühl für den Workflow hat, wie kann der eingerichtet werden, wird er wieder durchgearbeitet und hat man ein Gefühl dafür, was mir da Entlastung kommt. Das ist eigentlich ein Klassiker, ne? Weil die Entlastung in der Form, ich brauche dann keine Mail mehr schicken, hallo HR, ich ziehe übrigens um und jemand muss ich das notieren und so, sondern es ist schon im System drin und wird von alleine abgearbeitet. Fällt alles weg. Genau, und dann gehen wir aber weiter auf die digitale Personalakte, weil das haben wir immer noch in vielen Firmen, ich meine, du bist ja auch Berater, wir haben noch viele Firmen, die haben noch Papierakten, die haben noch Excel-Listen, die haben noch eine File-Ablage auf dem Share, oder? Ja, ein Ordner für jeden Mitarbeitenden. Ja. Schade, das müssen wir auch angehen. Ja. Es muss eine digitale Personalakte geben, wo das alles drin ist. Keine Listen mehr, alles in einem System, alles zentral. Ja, und das ist das Ziel. Möglichst einfach vor allen Dingen. Und wir dürfen eins nicht vergessen, wir haben ja digitale Systeme, die produzieren ja oft gar kein Papier mehr. Also die digitale Personalakte sieht ganz anders aus, weil das Schriftstück ja schon von dem System erstellt wird und möglicherweise sogar beleglos über eine E-Signatur in die Akte verschwindet, da gibt's gar keinen Scan-Prozess mehr. Kompletter digitaler Prozess. Ne? Ja. Bei der Erstellung schon und alles, was in das Schreiben rein muss, wird aus der Personalakte gezogen. Klar. Und dann kommt's auch digital unterschrieben zurück und landet wieder in der Personalakte von ganz alleine. Wow. Ja. Und das ist cool, das entlastet den Menschen im Tagesgeschäft. Und dann gibt's auch Sachen wie E-Signatur, QR-Codes und so weiter. Und wie kann man auch die Papierakte einfach verscannen, dass man die Ablage wirklich rüberholt ins Digitale und weg von diesem Papierschrank kommt, der bestenfalls vom Keller irgendwie eine Ablage in der Ecke ist, aber nicht mehr den Arbeitsalltag bestimmt.
Also Folge 6, digitale Personalakte. Ja, und jetzt geht's in die Entwicklung der Mitarbeiter, Weiterbildung, Skillmanagement. Das ist ja ein Riesenthema, Reskilling, Upskilling. Wir haben ja im Moment eine Riesenherausforderung, dass die Menschen neu lernen müssen. Ja, neu lernen, und dann muss das aber auch erfasst werden, was gelernt wurde, damit man dann wieder damit arbeiten kann. Ne? Was passt zusammen? Ich suche einen, der besonders gut was ganz Bestimmtes kann in meinem Team, und dann kann ich das auch schon wieder nutzen, was dort abgelegt ist. Ja, oder Förderung, dass man sagt, ich brauche jetzt für einen bestimmten Bereich bestimmte Technologien, die jetzt aufgebaut werden müssen, dass man so einen Lernplan hinterlegt, dass man die Skills überprüft. Vielleicht gibt es auch Menschen, die haben irgendwas, die können irgendwas, aber ich weiß es gar nicht. Gehen wir auf die Fremdsprache. Wir haben so viele Menschen hier bei uns im Unternehmen, die unterschiedliche Sprachen sprechen können. Mhm. Aber weiß ich das alles? Ja, ja. Wenn jetzt ein Kunde kommt, der jetzt vielleicht Spanisch spricht, dann würde ich sofort die Sarah ansprechen, weil ich genau weiß, Native Speaker. Aber habt ihr das alles? Habt ihr das Wissen im System? Und wie einfach vor allen Dingen ist es, in den System das nachzulegen? Und wir wollen mal gucken, wie die Stellenanforderungen mit Mitarbeiterdaten abgeglichen werden und ob Maßnahmen angestoßen werden. Mhm. Gut. Ja, und dann geht's weiter natürlich jetzt ins Reporting. Daten rein, haben wir jetzt genug reingeschoben, Schnittstellen haben wir verteilt. Aber wir wollen ja auch Daten rauskriegen. Ja, und zwar auch am besten schon so ein bisschen vorkonfiguriert, ne? Auswertungen, die man immer wieder braucht. Ich möchte nicht jedes Mal wieder alles einstellen, sondern ich möchte sagen, hier, ich brauche einmal im Quartal diese Auswertung, einmal im Monat diese Auswertung. Das sollen Listen geben, die vorbereitet sind. Vielleicht einfach auch schon so ein bisschen was anbieten, dass man nicht alles selbst entwickeln muss, ne? Dass es nicht ein leeres System ist, sondern dass man schon so ein paar Sachen hat, die man sowieso braucht, ja. Und dann wird das Reporting auch wachsen mit der Zeit, weil eben dann Ideen kommen, wenn auf einmal alles in einem System ist. Ja, und idealerweise ist es ja so, dass der HR nicht mehr die Reports selbst erstellen muss, sondern dass wir die über das ESS und MSS, was wir gesehen haben, genau, die auch dezentral bereitstellt, dass die Manager zu jedem Zeitpunkt, auch wenn vielleicht keine Besetzung des Personalbereichs da ist, am Wochenende zum Beispiel, ich mich vorbereiten kann als Manager auf die kommende Woche. Genau, tagesaktuell. Tagesaktuell. Und dann sind auch so Sachen wie, gibt es Konnektoren zu Business Warehouses und so weiter, ist da in dieser Folge auch ein Thema. Wir wollen eben mal gucken, wie dort Daten rausgeholt werden, wie Dashboards aussehen, also wie ihr damit arbeiten könnt mit den Zahlen, die schon drin sind. Und jetzt wird's ganz spannend, die Folge 9, weil es eine freie Folge ist, ein Joker. Ja, weil jeder hat ja praktisch in seiner Software irgendwas, wo er sagt, aber ich will es unbedingt noch zeigen, weil das macht mein Produkt aus. Und hier können die frei wählen. Das wird auf jeden Fall super spannend, ne? Weil da kommt es dann nochmal drauf an. Viele Dinge sind vielleicht sehr ähnlich, aber der USP, das macht den Unterschied. Ja, und das war auch eine Folge, die wir, wo wir keine Vorgabe gegeben haben. Die konnten also machen, was sie wollten. Lasst euch dort nochmal überraschen. Und ganz am Ende ist natürlich die Frage, wer die Musik bestellt, muss auch bezahlen. Also wie komme ich praktisch zu der Software und vor allen Dingen, was kostet mich der Spaß? Ja, und zwar so richtig so ehrlich, ne? So von Anfang bis Ende. Nicht nur ja, jetzt hier unsere monatliche Fee, sondern Einführungskosten, Bereitstellungskosten, Durchführung von der Implementierung, ja. Nacharbeit. Also man muss da schon ein bisschen Transparenz reinbringen, damit das nachher keine Überraschung gibt. Ja. Und wir haben jetzt, um das Setting nochmal genau zu zeigen, ich gehe nochmal auf die Folgen. Jeder hatte maximal 5 Minuten Zeit, in dieser Folge die Inhalte vorzubereiten. Also wir haben also ein Limit gesetzt. Mhm. Manche haben es nicht gebraucht, manche sind nach 3 Minuten fertig, nach 5 Minuten fertig. Also alle mussten sich fokussieren und kein Vertriebssprech, sondern wirklich, es geht hart an der Checkliste runter. Und deswegen ist jede Folge auch nicht jetzt ewig lang, auch wenn da 5 ihre Dinge vorstellen, sondern wir haben in der Größenordnung zwischen 25 und 35 Minuten mit viel Inhalt. Und das Ganze beginnt wann? Ja, guck, da steht's. Am 15. März diesen Jahres. Um 8 Uhr morgens. Ja. Trommelwirbel. Ja, Trommelwirbel, genau. Dann geht's los und alle 7 Tage wird eine weitere Folge freigeschaltet. Also bleibt dran und nach spätestens diesen 10 Wochen habt ihr ein Gesamtbild über diese 5. Und wie du gesagt hast, 5 weitere werden ja folgen. Ja, nächste Staffel dann. Genau. Im Sommer. In diesem Sinne, bleibt dran, abonniert unseren Kanal auf YouTube und wir sehen uns. Bis bald. Ciao. Tschüss. Software Battle, wir treten Sie an.